Übrigens, Sie sind hier in Aetoni am Peloponnes, um für den X-Prize Ocean Discovery Wettbewerb zu testen. Worum geht es bei dem Wettbewerb? Beim Ocean Discovery X-Prize geht es einerseits natürlich um ein hohes Preisgeld, aber der Hintergrund ist, dass wir die Meere, die zwei Drittel unseres eigenen Planeten bedecken, eigentlich kaum kennen. Während wir beispielsweise den Mond, den Mars und selbst die Venus schon recht gut kennengelernt haben durch die Raumfahrt. Wir kennen den Mond auf 7 Meter kartiert genau. Bei den Weltmeeren ist man bei 5 Kilometern bei weiten Teilen der Weltmeere. Und das will der Wettbewerb ändern und da sollen wichtige technologische Schritte erreicht werden, die es ermöglichen, die Weltmeere wesentlich preiswerter und schneller zu kartieren, als es bisher möglich war. Aber für Sie ist der Wettbewerb ja nicht der Endpunkt. Was planen Sie für die Zukunft? Der Wettbewerb soll, wie gesagt, technische Zwischenstände erreichen oder große Probleme lösen, aber er wird noch nicht die Technologie bereitstellen, die dann im Ende für die Meeresforschung und für die Industrie benötigt wird. Und da für die Tiefseeforschung niemand das Geld bereitstellt, wie zum Beispiel für die geplante Mars-Mission, und ich da leider auch nichts dran ändern kann, ist der einzige Weg, dass wir die Technik eben so weiter optimieren, dass sie eben auch praxiseinsetzbar und bezahlbar wird. Welche Rolle spielt bei Ihren Plänen da der Einsatz von Leichtbaumaterialien und Polymeren? Ja, wir sind, glaube ich, mit das Team, was Leichtbaumaterialien und Polymere am engagierten und ambitioniertesten einsetzt in allen Teams und Firmen, die ich überhaupt in der ganzen Tiefseetechnik kenne. Beispielsweise setzen wir jetzt schon Polypropylen als Strukturmaterial ein. Ein anderer Aspekt ist der Einsatz von Polymermaterialien, innovativen Polymermaterialien in der Elektronik. Wir sind dabei, mit großem Erfolg die Technik, die Elektronik so zu verwenden, dass wir sie in Silikon oder Epoxid oder Polyurethanharz eingießen und dann die so vergossene Elektronik unmittelbar dem Wasserdruck ausgesetzt wird. So ist die Elektronik vor Korrosion und Salzwasser und Kurzschlüssen geschützt. Eben durch diesen Einsatz von den Polymeren und den Einsatz geeigneter Elektronik zusammen kann man eben das Gewicht der Fahrzeuge und das Volumen sehr stark reduzieren. Wo kann Ihnen bei diesen Aufgaben Evonik helfen? Ja, bislang verwenden die meisten, die Pioniere in der druckneutralen Elektronik, die Materialien, die man beispielsweise ganz normal im Baumarkt kaufen kann. Und das sind natürlich nicht unbedingt immer die besten und optimalsten für den Einsatz. Und wir haben hier schon ein paar sehr wertvolle Anregungen mitgenommen, was Epoxidharz und die Aushärtung und die Begrenzung der Schaumgrößen und sowas angeht. Und wollen künftig eigentlich auch im Bereich der Polyurethane und andere Werkstoffe die Fähigkeiten von Spezialchemikalien anwenden. Und da ist es sehr wertvoll, im Kontakt mit Evonik zu sein und die Expertise von den richtigen Profis auch bekommen zu können.